Willkommen zurück zu Silent Hill 2. Beim letzten Mal haben wir Chaos und Verderben hier angerichtet im Hotel so ein bisschen. Ja, und jetzt ist halt so die Frage, wo ich hin will. Ja, also wir brauchen im Make-up-Spiegel Glühbirne. Glühbirne ist irgendwo im Garten. Brauchen etwas, um das Vorhängeschloss aufzumachen. Da ist ein Tor. War das Tor versiegelt mit einem Vorhängeschloss? Eine Kette? Keine Ahnung. Wir haben ja einen Holzschneider oder sowas. Vielleicht können wir damit hier durch. Na, guck mal. Das sieht gut aus. So, das heißt, wir kriegen jetzt die Glühbirne. Glühbirne, die hier in dem Fisch rumhängt. Zack. So, damit jetzt zum Make-up-Spiegel. Und dann mal gucken. Welche Richtung ist kürzer? Rechts, okay. Dann gehen wir halt nach rechts. Oh, ernsthaft. Na gut. Ich lasse auch immer machen. Oh, die waren ja vorher auch schon da, ne? Das geht nicht. Weil es hier keine rote Glühbirne ist. Ach, deswegen der Farbeimer, ja? War vorher einfach blutverschmiert, irgendwie blöd. Okay. Rote Glühbirne. Thunder. Dark Wish. Der dunkle Wunsch. Okay, dann gucken wir mal. Das sind tatsächlich relativ viele Buchstaben hier. Und dann die andere Seite. Okay, und wir kriegen Schlüssel für den Mitarbeiteraufzug. Liegen bleiben, ne? Was ich nur noch mal gesagt habe. Bin schon zu weit. Mal wieder. Dann halt hier. Mit Speicherpunkt. Ist ja grundsätzlich ganz nett. Warum? Die hier sicher sind? Jetzt haben wir nichts. Da haben wir mal gespeichert hier. Wir können nur in 1 runter.
Ja, ist so gut. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich kann mich auch nicht wehren. Die Muni. Okay. Ich glaube, das alles so eine tolle Idee war. Ob ich doch hätte Sachen mitnehmen sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir können bestimmt wieder zurück, oder? Haben wir irgendeinen Würfel? Ich habe auch keine Taschenlampe. Gehen wir mal so auf. Das ist ja eine tolle Idee von mir gewesen. Das hat bestimmt irgendeinen Grund, wieso, weshalb, warum man das machen kann, oder? Nur kenne ich den Grund nicht. Okay. Da komme ich nicht durch. Ja, ist ja gut. So, das Spring hier. Hier ist irgendwas. Ich mach mir das nicht in Ruhe durchlesen gerade. Lakeview Hotel, die 7 goldenen Mitarbeiterregeln. Wir erscheinen pünktlich zur Arbeit. Wir sind nicht ohne triftigen Grund abwesend. Wir erscheinen in gewaschener und gebügelter Uniform. Wir ziehen unsere Uniform im Dienst nicht aus. Wir sind die Hotelgästen gegenüber immer höflich und hilfsbereit. Wir tragen unseren Teil dazu bei, ein positives Bild des Hotels zu vermitteln. Und wir geben vergessene oder verlorene Gegenstände sofort ab. Ich weiß ja nicht, ich kann nicht mal den Fernseher zerstören. Okay, hier stelle ich. Die Mitarbeiterbereichkarte, das ist ja schon mal hilfreich. Ah, ich musste, glaube ich, vielleicht, also ich habe es jetzt nicht getestet, ne? Vielleicht musste ich die Sachen ablegen, damit ich überhaupt den Aufzug benutzen kann, weil da stand ja auch, ne? Da darf immer nur eine Person oder so. Ich bin Johnny, ein heißer Typ. Okay. Ich hatte nämlich schon was anderes diesbezüglich im Kopf. Nichts funktioniert. Es geht einfach nicht ab. Bestell neue Laken. Okay. Ich hätte doch wenigstens gerne eine Taschenlampe. Okay, hier raus und dann links lang. Geklappt. Blauer Würfel. Für diesen Juwelenkasten da hinten. Eine andere Spieluhr. Auch kaputt. War das im Originalteil irgendwelche Spieluhren, die man einsammeln musste, statt diese Figuren? Hm. Giro. Aufschließen. Da
da unten durch. Einfach nur mit Verwechseln von diesen Riesenviechern. Der eine oder zwei. Jetzt halt hier auch unbewaffnet, selbst die 0 auf 15 Gegner. Finde ich auch unangenehm. Nein, ich weiß nicht, wo ich hin will. Aber ich nehme gerne Würfel mit. Alles klar. Oh. Geh einfach hochklettern. Hier noch was? Das hier. Brote. Jede Menge Brote. Können wir anschauen. Ui, toll. Oh shit. Ja, okay, kein Schlüssel. So. Okay, also wir können die drei Ornamente bewegen. Die Frage ist halt, reicht das? Ich weiß nicht, wie ich die hinhaben will, weißt du? Okay. 7414. Das ist für den Tresor, ja? Tastenfeldkombination. Die Räumlichkeiten haben wir alle durchgeschaut. Das heißt, wir gehen jetzt zum Pausenraum, zum Tresor. Moin. Und hepp. Kriege ich wahrscheinlich einen Kellerschlüssel. Oder keine Ahnung was. Ist ja gut. 7414. Schlüssel. Und die Videokassette. Deswegen wir eigentlich hier sind. So. Von hier aus jetzt da drüben hin zur Kellertür. Und dann unser Zeug wiederholen. Aber geht's weiter in die Tiefe. Uje, 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 uje. Da müssen wir noch von hier aus einmal wieder rauskommen in den anderen Abschnitt des Kellers, wo wir dann wieder zurückkommen können. Och, leck mich doch. Thank you.
jetzt theoretisch auch durch. Ach, das ist der einzige Ding, wo wir gerade waren, okay. Da hinten hin so Heizungsanlage. Noch irgendwas dahinter? Nee. Okay. Da nicht so durch. Okay. Brauche ich erst ein Ventil. Gut. Dann wahrscheinlich zum Wartungsraum, würde ich mal sagen. Einfach hier durch. So, da haben wir schon mal das Ventilrad. Pumpenventil. Ja, meinetwegen auch das. Ich würde mich jetzt auch noch interessieren, was mit dem Aufzug, kann man den benutzen? Moin. Nein, definitiv nicht. Okay. So, einmal hier durch. Hier. Pumpenventil. Ohne dass er viel zu nahe kommt. Okay. Und rein da. Okay, gibt's einmal eine Spritze. Das ist schon mal gut. Dann Schlüssel zur Venusbar. Nein, 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 ich wollte das nicht. Ich wollte die Karte öffnen. Andere Spiele haben. Also gerade. Manche andere, die ich manchmal so spiele, haben dann auf Dreieck dann eine Karte. No joke. Da komme ich jetzt so nicht durch, ne? Ja. Soll ich jetzt am Pumpenventil wieder anders drehen? Ich muss es einfach mitnehmen. Achso. Ah, okay, da ist so ein Anschlussdingens. Okay. Das ist auch nicht kaputt. Oder ich jetzt da nochmal das Ventil mitnehmen muss oder sowas. Ich glaube, hier ist ein bisschen Wasser. Damit die dritte Figur. Wie cool. Ja, mit der Jukebox können wir nichts machen, besonders nicht jetzt hier im Wasser. Weil das Aquarium hier gegangen ist. Okay. Diverse Köder. Kann ich mir einfach mal anschauen. So, sicherheitshalber einfach mal speichern. So. Du sollst es aufmachen, nicht nur gegenditschen. So, müssen wir in. Ja, wir müssen in Etage 2. Wir wollen unser Zeug wiederholen. Und ich hoffe, ich laufe einfach richtig.
Ach, ich glaube nicht, wie viel wohler ich mich jetzt fühle. Jetzt wieder mit mehr Gesundheitsdrinks, auch nachdem ich jetzt was hier vergeigt habe und so. Das Foto ist wieder da. Alles gut. Glaube, das war nämlich der Clou dahinter, dass halt du den Aufzug vorher nicht bewegen konntest. Ich glaube, jetzt ist er ganz kaputt. Jetzt ist kaputt gemacht. Gut. Was hier aber immer noch nicht. Achso, ja, klar. Natürlich. Und sagen, ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt hier in Raum 312 komme. Aber wir haben ja jetzt auch die dritte Figur. Der wir diese Apparat, die Spieluhr, was auch immer das ist, unten vernünftig bedienen können. Das jetzt? Das ist ja was für mich. Ganz. Muss ja irgendwie die ganzen Linien müssen ja irgendwie alle zusammenführen. Was mit der Platte da oben? Okay. Müssen die jeweiligen Figuren da einfach in ihr Türchen, was sie da oben jeweils haben? Gut aus, nur halt hier ist noch kritisch. Noch irgendwo ein Anschalter oder so? Nee, ne? Jetzt gesagt, das passt. Tief im Wald, da soll sie sterben, doch sie entging ihrem Verderben. Bald traf sie auf sieben Seelen. Es sollte ihr an nichts fehlen. Sie sehnte sich so sehr nach der Welt über dem Meer, wollte ihm gefallen, in ihrem Haar zwei Korallen. Mitten in der Nacht hat sie sich aufgemacht, einen ließ sie dort für ihren Prinzen vor Ort. Was ist das? Mit der Andrea? Geht nicht so viel. Das wird ja lustig. Lustig von neuen Level.
Ich hab keine Ahnung. Steht jetzt gerade null. Okay, weil da jetzt die Türen aufgehen. Ist richtig? Jetzt nicht. Okay, Schlüssel resetten sich ständig, ja? Oh Gott. Okay. Probieren wir es mal mit 7 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil wegen 7 Seelen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann ist das hier 2. Dann vielleicht 1. Okay, ja gut, geht. Der Korridorschlüssel. Die Musik spielt aber, glaube ich, auch in Silent Hill 2, ne? Frag mich nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Sehr bekannt vor. Oder war es doch aus Silent Hill 1? Ich hab keine Ahnung. Er spielt aber die Musik die ganze Zeit über. Oh. Mary, willkommen. Wir erscheinen. Auf Order, out of order. Ein Aussichtsraum. Habe ich aber keinen Schlüssel für. Wir haben Schlüssel für 312, ne? Der einzige Raum, der jetzt noch über ist. Dann gehen wir mal rein. Wo ist sie? Sie wartet doch auf mich. Alle Schubladen hier schon geöffnet. Können wir an dem Fernseher da das Band einlegen, ja? Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. Thank you.
Do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Killer? Why'd you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hate me? Please, why won't you come? But where? Where are you? Okay, ja, das ist man hat viele Fragezeichen, ne? Warum hat er dann seine geliebte Mary getötet? Wobei, wenn das, was Laura halt sagt, ne, dass er sich quasi nie wirklich um sie geschert hat. Und warum hat er das alles vergessen? Durch halt Lobotomie oder einfach durch tragischer Vorfall und aber ne, in dem einen schrieb sie, hieß es ja auch, ne, ja, ne, James, du warst mein Patient, bla. Ne, aber gut, wir sind jetzt hier offensichtlich wieder in der anderen Welt von Silent Hill. Das wird wieder lustig. Total toll. Aber ich würde sagen, das hier schauen wir uns dann an in der nächsten Folge von Silent Hill. Was eventuell schon die letzte Folge wird. Das so ganz grob richtig im Kopf ab, je nachdem halt, wie sich das Ende halt noch ausdehnt. Aber gut, man hört und stört sich in der nächsten Folge. Bis dann, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.